wieder Szenen gesehen, die waren sehr gut. Man hat auch wieder Szenen gesehen, die waren weniger gut. Und wie hat sich das jetzt ausgewirkt auf unsere Emojis? Ja, ich finde, diesmal kann man ja etwas positiver und etwas grüner an die Sache rangehen. Das denke ich auch. Und dann bitte ich dir diesmal. Ja, wir fangen mal mit dem Tor an. Und Jan Sommer hatte eigentlich keine Probleme in diesem Spiel. Im Gegenteil, er hat zwei, drei gute Paraden gezeigt. Und deswegen bekommt er von mir den Grünen. Sehe ich auch so. Anscheinend hört er uns und hat sich irgendwie absolut zu Herzen absolut genommen. Ja, da bin ich ganz sicher. Links, Oscar Wendt, aus meiner Sicht gelb. Ja. Auch wenn, er hatte, ein paar Mal ist er mit nach vorne gegangen, auch später, wenn umgeschaltet worden ist, hat er auch teilweise den Ball ein bisschen nach vorne getrieben, aber das ist das Thema. Er hat definitiv einfach Probleme. Ja, und das ist das Thema, was du gerade gesagt hast, es fehlt auf manchen Positionen Konkurrenzkampf und ich glaube, besonders bei Oscar Wendt ist das der Fall. Ja. Da hat man Schulz abgegeben. Ich möchte aber eine Sache Johnson sagen. Es wird immer über Nico Schulz gesprochen, dass wir ihn abgegeben haben. Nico Schulz hätte genau die gleichen Probleme wie Oscar Wendt. Das ist möglich, aber du hättest eine Alternative. Er spielt bei Hoffenheim ausschließlich als linkes Glied der Fünferkette und ist da defensiv nicht stark in vielen Spielen. Wenn man über einen Linksverteidiger redet und man denkt ja anscheinend immer noch, dass Ducouré irgendwann mal uns helfen kann, dann braucht man jemanden, der defensiv seine Qualitäten hat. Das hätte Kolo möglicherweise sein können, darauf hat man nicht gesetzt, aber ich kann dieses Schulz-Gerede einfach nicht mehr hören. Nico Schulz ist eher ein Mittelfeldspieler. Ich gebe dir auch voll recht, aber es geht um den Konkurrenzkampf. Selbst wenn Schulz nicht die Bank defensiv gewesen wäre, hätte man die Alternative und könnte auch mal sagen, hör mal, Oscar, setz dich mal auf die Hinterbeine, ansonsten bist du schnell raus. Ja, aber das in der Vergangenheit war Wendt immer am stärksten, wenn er eigentlich keine Konkurrenz hatte. Das ist richtig, aber trotzdem. Nur man muss die Thematik wird dich definitiv eine Rolle spielen in den nächsten Monaten. Man sieht es immer mehr. Wir hatten bei dem Spiel wieder gesehen, es waren gute Szenen dabei, er war bei der Beteiligung, beim ersten Tor beteiligt, er war auch später einige Male gut mit dabei im Aufbauspiel, aber er hat auch defensiv sich in der schlimmen Phase in der ersten Halbzeit einfach mehrmals total überlaufen lassen. Und ich möchte deswegen mit Johnson weitermachen, der ihm da auch wenig geholfen hat dieses Mal. Der zwar auch wieder, er hat eigentlich wieder einen klassischen Johnson gemacht, war der Doppelpass mit Zakaria. Das ist das, wo er seine Stärken hat. Ansonsten war er unauffällig und vor allen Dingen defensiv hat er nicht die Seite so zugemacht, wie die beiden das in der Vergangenheit mal zusammen. Also ist das richtig, wenn ich hier auf den gelben Smiley. Es war nicht so schlecht, aber das war nicht so kompakt, wie man das von ihm auch schon in der Vergangenheit gesehen hat. Ja. Deswegen ist auch die Frage, ist er als Linksverteidiger wirklich die große Variante? Ja, das wird sich zeigen. Wie gesagt, Wendt und Johnson als linkes, als linke, wie soll ich sagen, linke Bahn. Ja. war durchwachsen. Durchwachsen. Und die Innenverteidigung. Auch. Auch durchwachsen. Ja. Ich würde auch sagen, weil ich finde, diesmal war es sowohl von Westergaard als auch von Ginter, der sich teilweise ein bisschen auch offensiv eingeschaltet hat, keine überragenden, aber auch keine schlechten wirklich Aktionen dabei. Also nichts, was heraussticht. Gut, sie sehen halt mehrmals nicht so gut aus bei den Eckbällen. Und auch in den Szenen, wo es dann eben, wo die ganze Mannschaft eigentlich Probleme hatte, haben sie wiederholt nicht den Impuls gesetzt, den man eigentlich von so einem Abwehrturm, und sie sind beide eigentlich Abwehrtürme, erwarten kann. Ja. Da fehlt einfach noch so ein bisschen Führung. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, Westergaard, der hat eine gewisse Rolle in der Mannschaft, aber von Matthias Ginter muss da noch mehr kommen, auch in der Beziehung. Ja. Weil er ist als Führungsspieler geholt worden. Ne? Eigentlich schon, ja. Und da reicht es eben nicht nur mitzuschwimmen, da muss auch dann noch ein bisschen mehr kommen, finde ich. Ja. Ne? Nico Elvedi? Ja, bei Elvedi würde ich jetzt wiederum auch auf gelb setzen, wie bei allen anderen. Allerdings habe ich ihn tatsächlich offensiv ein bisschen stärker gesehen, weil er doch einige sehr beherzte Aktionen vorne hatte. Unter anderem bei der Entstehung des 4:2, hast du eben schon gesagt, sah er gut aus. Von daher, vielleicht kann man da noch einen Grünen dazu packen, weil ich sehe ihn eigentlich auch in keiner der Defensivszenen wirklich fehlerhaft beteiligt. Ja, ich gebe dir da eigentlich recht und vielleicht hebt ihn das dann ein bisschen von dem Rest der Kette auch einfach ab. Und sowieso nochmal vielleicht, weil das immer wieder auch als Hinweis kommt zu dieser, das sind Tendenzen, ja. Wir machen uns ja nochmal so unsere Gedanken und schreiben ja auch meistens eine Note noch drunter unter das Video. Aber das sind einfach Tendenzen jetzt, die wir aus dem Spiel mitgenommen haben. Und es ist einfach ein Denkanstoß, mehr nicht. Ja. Also deswegen, gelb ist, kann man nach oben und nach unten interpretieren, mal ein schöneres Gelb, mal ein schlechteres, mal jetzt machen wir es auch mit der Doppelwertung da, das soll das ein bisschen aufklären. Ich glaube, wir brauchen keine Doppelwertung bei unser Doppel-6, Zakaria und Kramer. Ich würde da jeweils den grünen Smiley geben, weil Kramer hat einfach gezeigt, dass er wichtig für die Mannschaft ist,
auch als Typ. Und Zakaria hat wieder ein paar super Szenen gehabt, wo er einfach zeigt, dass er ein sehr, sehr talentierter und sehr guter Spieler ist. Ja, die beiden haben sich mit Ausnahme ich sag jetzt mal berühmten 20 Minuten, der berühmten negativen 20 Minuten im Spiel, haben sie sich eigentlich wirklich auch sehr, sehr gut in den Räumen positioniert und auch wenig zugelassen. Gerade Zentralkampf von Hertha eigentlich gar nichts, ja. Wenn dann lagen die Probleme eher außen. Mhm. Und Zakaria war auch noch am Tor entscheidend beteiligt, das von daher kann man das so unterstreichen. Ja. Und dann unser Trio vorne, würde ich auch jetzt, habe ich eigentlich alle positiv gesehen. Ja, von Thorgan Hazard hätte ich gerne noch ein bisschen mehr gesehen, muss ich sagen. Er macht das Tor gut und er ist auch in der Vorbereitung beteiligt. Ansonsten, ich weiß nicht, er ist mir jetzt nicht sonderlich aufgefallen in vielen Szenen. Vielleicht habe ich da auch einen blinden Fleck gehabt oder so. Nee, aber gebe ich dir schon recht. Er hatte ja auch eine Szene noch vor der Pause, wo er wieder einen seiner typischen Abschlüsse hat, die eigentlich so ein bisschen alibimäßig sind. Gut, dann würde ich sagen, machen wir vielleicht Gelb-Grün. Ja, finde ich passend. Und man muss auch sagen, in der zweiten Halbzeit war eigentlich mehr los auf der rechten Seite, als dann Hermann für ihn kam, als er rübergerückt ist. Also von daher, es war solide und er macht den Elfmeter cool rein. Das auf jeden Fall. Ja. Aber ich glaube, bei Raphael und Stindl sind wir uns einig, dass wir da den grünen Smiley darunter setzen. Wobei ich sagen muss, Raphael, zwei gute Tore gemacht. Nur, er hatte aus meiner Sicht auch eine Viertelstunde, wo er auch ein bisschen, weiß nicht, ein bisschen zu wenig Einsatz da war. Also ich kann mich an zwei Szenen erinnern, wo er ein bisschen läppisch einmal den Ball verliert, nicht richtig zurückläuft, wo er einmal, glaube ich, nicht richtig gut angespielt wird, aber auch nicht mit dem Druck dem Ball hinterhergeht, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Wie gesagt, das ist in dem Fall, glaube ich, meckern auf hohem Niveau. Aber der ganz große Glanz im eigentlichen Spiel, den wir von ihm auch schon gesehen haben, auch vor allem gerade was so Dribblings und solche Dinge angeht, der geht ihm nach wie vor ab. Aber er macht natürlich ein ganz überragendes Tor mit diesem traumhaften Distanzschuss. Und das zweite Tor macht er auch absolut souverän. Also von daher, da kann man auch bei einem Stürmer dann nicht meckern im Endeffekt. Ja, das stimmt. Ansonsten eingewechselt wurden Patrick Herrmann. Achso, wir müssen noch über Lars Stindl kurz. Achso, über Stindl, ja, ich... Ach, da muss man gar nicht mehr drüber sagen. Ja, also er ist der Ballverteiler vorne, er macht das Tor, er bereitet, er ist mit in der Kombination für den entscheidenden Treffer beteiligt und ist auch sonst wieder Dreh- und Angelpunkt in vielen Szenen gewesen. Und man sieht auch, dass ihm, glaube ich, die Woche bei der Nationalmannschaft wieder gut getan hat. Hecking sagt ja auch, dass jede Sekunde eigentlich bei der Nationalmannschaft, dass er sie genießt und das total wertschätzt. Und ich glaube, das tut ihm auch einfach gut, selbst wenn er dann nicht die Pausen bekommt, wie wenn er jetzt nicht eingeladen wäre. Aber vor allen Dingen so positive Ereignisse wie jetzt im Spiel gegen Frankreich pushen, glaube ich, einen nochmal, besonders einen Typen wie Stindl, nochmal ganz besonders. Ja, das denke ich auch. Und ich meine, er ist als Spieler für uns unverzichtbar. Ja. Er hatte jetzt die letzten Wochen auch immer mal wieder so kleine Hänger drin. Aber wenn dann dazwischen solche Dinge wie in Bremen mit dem Traumtor oder jetzt passieren, dann ist das auch verzeihlich. Man darf nicht vergessen, er spielt praktisch immer. Ja. Und ist natürlich auch dann, er spielt sogar dann unter der Woche bei der Nationalmannschaft. Er spielt praktisch 90 Minuten durch bei uns jede Woche. Ja. Und von daher, ja. Und Jogi Löfer im Publikum, habe ich gehört. Ja. Auch schön, dass er dann mal einen schönen Auftritt von Borussia sieht und auch wo Stindl trifft und auch als Leader vorweggeht. Glaubst du, er wird dabei sein bei der WM? Also wenn er die Leistungen so hält, die er jetzt im Moment bringt, führt, glaube ich, kein Weg an ihm vorbei oder nur schwer. Es wird zwar immer gesagt, dass man ein sehr gutes offensives Angebot in der deutschen Nationalmannschaft hat, aber keinen Spieler wie Stindl. Ja, man hat sehr viele schnelle Stürmer, die man auch über die Außen bringen kann, aber ein Typ wie Stindl ist eigentlich aus meiner Sicht nicht dabei. So ein Raumdeuter, wie soll man das heißt. Ich bin gespannt. Löw scheint wirklich eine hohe Meinung auch von ihm zu haben. Wie so ein typisches Beispiel für Jogi, wenn er die Leute dann mal sieht, dann erkennt er dann manchmal auch, was sie können. Trotzdem, es ist ein Borussia-Spieler. Man kann sich immer nie sicher sein, ob es sich dann bei der finalen Nominierung doch noch was tut, dagegen geht. Genau wie bei Ginter. Aber ich glaube, er nimmt das aber auch relativ locker und ich glaube, es würde ihn auch nicht umhauen, wenn es dann doch nicht klappt. Ja. Ich finde, er hat im relativ hohen Alter noch definitiv seine Fußstapfen in der Nationalmannschaft hinterlassen, allein durch den Confed Cup und dieses tolle Jahr jetzt 2017. Absolut, ja. Von daher, ja. Schauen wir, was kommt und freuen uns erstmal, dass er für uns so wichtig ist. Ja, absolut. Und wo du mich jetzt gerade schon unterbrochen hast. Es tut mir sehr leid. Ja, eingewechselt Patrick Herrmann, ja. Grifo und Drimmitsch.
Und ich weiß nicht, wie lange hat Hermann auf dem Platz gestanden? Ich finde, wir sollten ihm einfach mal so dieses grüne Ding geben, einfach nur mal, um zu zeigen, hier, dass, so wollen wir ihn weiter erleben. Genau, ne? Also fand ich auch gut. Wie gesagt, ich war ein bisschen skeptisch, als er da stand, aber er hat es dann doch gut gemacht. Und ja, ist ja schön, wenn er auch wieder ein bisschen mehr in die Spur finden würde, würde das, glaube ich, sowohl für ihn als auch für Borussia ein paar Probleme lösen.